Ja, in diesem Video erfährst du mein Fazit zur spanischen Stadt Mijas. Mijas ist direkt am Strand gelegen und der Strand ist da hinten in der Richtung. Ich bin jetzt ein bisschen hier außerhalb, um in Ruhe das Video zu machen, und ich finde auch die Sicht hier sehr schön. Ja, die Sonne blendet gerade etwas, aber das hindert mich jetzt nicht dran, ein Video zu machen. Und ja, warum ist Mijas so schön? Also Mijas ist für mich die schönste Stadt in der Costa del Sol in Spanien, also an dieser Küste. Und das hat einfach den Grund, dass Mijas alles hat, was mir persönlich gefällt. Also du hast da flache Ebenen, du musst da nicht die ganze Zeit Berge rauf und runter laufen. Du hast ein schön flaches Terrain, wo du sehr schön spazieren kannst. Du hast da genug Cafés, genug Restaurants, wo du mal dich hinsetzen kannst. Entweder direkt am Strand oder halt auch ein bisschen im Stadtzentrum, wo du dir dann halt einen Kaffee trinken kannst, dir ein kaltes Getränk trinken kannst oder halt eine Kleinigkeit essen kannst oder auch eine große Sache essen kannst. Also hast du auch verschiedene Restaurants, vom Chinesen bis zum Irischen, bis Italiener, also wirklich alles bunt gemischt, und hat auch sehr geschmeckt da. Die Preise sind auch sehr günstig, von daher ist das einfach nur gut. Dann die Strände sind da super schön, also die haben sehr schönen Sand. Dann hast du da direkt in direkter Strandnähe Spielplätze für die Kinder. Du hast da Duschen aufgestellt, wo du dann, wenn du dann den Strand verlässt, wo du dich dann abduschen kannst, dann den störenden Sand entfernen kannst. Das sind auch so, ja, Trinkwasserhähne, wobei ich persönlich das nicht getrunken habe, würde ich auch nicht empfehlen. Du hast da überall an der Strandpromenade Bänke und ja, wie gesagt, gibt es da Cafés, gibt es da auch so Strandliegen mit so Regenschirmen, mit so Sonnenschirmen, tut mir leid. Und hast aber auch einfach ruhige Ecken, wo gar nichts ist, wo du dich da einfach mit einem Handtuch oder so dann da hinlegen kannst. Und ja, sieht einfach nur sehr schön aus, ist ruhig, ist flach, also du kannst da sehr gut spazieren, hat alles an Restaurants, an Trinken, an Essensmöglichkeiten, hat auch Discounter, also Aldi und Lidl habe ich da auch gefunden, auch spanische Supermärkte. Und ja, von daher, wenn du einen ruhigen Urlaub haben willst, aber alles, was du brauchst, an einem Ort haben willst, dazu noch alles flach per Fuß erreichbar, sehr einfach, dann empfehle ich dir wirklich Mijas. Und ja, ich habe mich in die Stadt verliebt. Und ja, das war's dann mit dem Video hier. Wenn dir das gefallen hat, wenn du ein Fan bist von der Costa del Sol, dann gib mir einen Daumen hoch. Schreib auch mal in die Kommentare, wenn du Tipps hast bezüglich Mijas, wo man da hingehen kann, wo man genau essen gehen kann, etc. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Schreib mir auch mal, wie du Mijas findest, wenn du schon mal hier gewesen bist. Und ansonsten kannst du gerne diesen Kanal abonnieren. Hier sind auch noch weitere Videos über Spanien, über meinen Urlaub hier. Ich war unter anderem in Malaga, Marbella, Fengirola, Las Farolas und noch und so weiter und so fort. Und ist alles hier dokumentiert. Ansonsten habe ich hier auch viele verschiedene andere Videos. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal rein. Kannst gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.